Friedrich Wilhelm I., Stadtgründer, König und Friedensfürst. Was wissen eigentlich die Potsdamer über ihn? Uns, den Potsdamern, brachte man früher im Osten bei, Friedrich Wilhelm I. als Inkarnation des Bösen zu sehen. Er habe den Grundstein gelegt für das Preußentum, das uns letztendlich in zwei zerstörende Weltkriege führte. So einfach kann man Geschichte sehen. Preußen, ein Begriff, an dem sich bis heute der aufgeklärt fühlende Mensch reibt, an dem sich bis heute die Gemüter in unserer Stadt erhitzen und die Meinungen darüber zuweilen hart aufeinanderprallen. Was wissen wir heute über Friedrich Wilhelm I., unseren eigentlichen Stadtgründer? So gut wie gar nicht. Obwohl ich Potsdamerin bin. Das ist peinlich, aber nicht viel. Tut mir leid. Da muss ich leider passen, da bin ich draußen. Ich auf jeden Fall war es der König von Sanssouci. War nicht der Erste, der hier den Standort, die Garnison hier gegründet hat. Oder? Mhm. Toller Bursche gewesen. Sparsamkeit. Und so viele Kriege hat er gar nicht gemacht. So soldatisch, wie er sich gegeben hat, war er in der Politik nicht. Und es ist der Vater vom Ganzen hier, denke ich mal. Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig, das war ein ziemlich autoritärer Mann, würde ich sagen. Hat ziemlich seinen Sohn unterjocht, würde ich sagen. Also in seiner künstlerischen Entfaltung hat quasi erwartet, dass er auch ebenfalls so ein Herrschaftstyp wird. Und war ein ziemlich ehrgeiziger Mann und ziemlich auf Militär gepocht. So, das ist einfach mal so. Ach Gott, bis er klein war. Und auch sehr streng, glaube ich, nicht? Dass er ein bescheidener Vater war, der seinen armen Sohn Friedrich den Großen gequält hat. Ja. Und dass er die Hugenotten nach Brandenburg, nach Preußen geholt hat. Nee, ja, genau. Ich weiß nichts darüber. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, der hat die Stadt hier ein bisschen erweitert. Bis hin hier zum Brandenburger Tor. Auf jeden Fall, dass er in Sanssouci war. Kann ich Ihnen leider gar nichts zu sagen. Gar nichts? Er war ein Freimaurer. Ja, der hat zum Beispiel das Holländerviertel, glaube ich, geführt. Der hat auch die, ich weiß nicht, war es der die Hugenotten hergeholt vor 300 Jahren? Oder 300 noch was? Ja, Holländerviertel, Kanalisation verbinde ich damit. Komm ich genau hin. Ja, eigentlich denke ich mal, für Preußen eine Menge getan hat. Nee. Ja, eine Beute in der Schule gehabt hatte, aber so Stehkraft kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Den ersten ist das der mit den Kartoffeln? Oh Gott, was weiß ich denn? Nicht viel? Also wenn es der mit den Kartoffeln ist, dann weiß ich schon ein bisschen was. Ist nicht der mit den Kartoffeln. Dann war es sein Vater höchstwahrscheinlich. Hat er zumindest den Freund von seinem Sohn köpfen lassen. Dass er die Kartoffel hierher gebracht hat. Mehr nicht. Und ich bin Potsdamer, das ist schlimm, oder? Unangenehme Sachen. Der hat Krieg geführt und das ist für mich überhaupt... Ja, er war gewalttätig, ein schwieriger Charakter, ein hartherziger Tyrann und für viele schwer zu ertragen. Das alles ist aber nur die halbe Wahrheit. Er war auch ein Ausnahmekönig. Einer, der in seiner Regierungszeit nicht einen einzigen Angriffskrieg geführt hat. Äußerst ungewöhnlich für seine Zeit. Ein Zitat. Ich bin mit dem, was ich in Gottes Namen genieße, zufrieden. Ich will mich nie auf Kosten meiner Nachbarn vergrößern. Oder? Meinen lieben Successor bitte ich um Gottes Willen keinen ungerechten Krieg anzufangen und nicht ein Aggressor zu sein. Denn Gott hat die ungerechten Kriege verboten und ihr müsst einstmals Rechenschaft geben für jeden einzelnen Menschen, der in einem ungerechten Krieg geblieben ist. Und bedenkt eines, Gottes Gericht ist scharf. Er lebte in bürgerlicher Einfachheit, schuf im Kontrast zu seinen Vorgängern und anderen europäischen prunkliebenden Königshäusern einen völlig neuen Staat, spartanisch, sparsam. Er führte die Schulpflicht ein, gründete Waisenhäuser und hat die Charité, Berlins erstes modernes Krankenhaus, auf gesunde Füße gestellt. Wenn man so will, war er der erste Sozialpolitiker auf deutschem Thron.
Als der König starb, hatte er seinen Untertanen den Frieden bewahrt. Abschreckung lautete seine Devise. Ich will wohl ruhig sitzen bleiben, wenn sie mich in Frieden lassen. Aber wer mich beißt, den beiße ich wieder. Für Potsdam ist der Soldatenkönig der eigentliche Stadtgründer. Der König löste einen unglaublichen Bauboom und wirtschaftlichen Aufschwung aus. Es entstanden die erste und die zweite Stadterweiterung. Die große Stadtschule, das Militärwaisenhaus, das holländische Viertel und viel Gewerbe. Die Garnisonkirche wurde errichtet für die moralisch-christliche Erziehung seiner Soldaten. Hoch oben erklang das berühmte Glockenspiel bis weit über die Stadt. Einer Stadt, die bis heute seine Handschrift trägt und natürlich auch die seines Sohnes Friedrichs des Großen. Warum wird das in dieser Stadt nicht gewürdigt? Warum schlägt man eine Spende aus, die zweckgebunden für sein Denkmal gedacht war? Warum tut man sich so schwer damit? Ja, es gab einen Spender für sein Denkmal im Lustgarten. Eine Kopie von diesem im Krieg zerstörten Denkmal steht auf der Hohenzollernburg in Hechingen. Ein neuer Abguss wäre kein Problem gewesen, aber die Stadt winkte ab. Man brauche keinen Denkmalkult. Es trägt schon fast pathologische Züge, die alten Ängste vor Preußen, das lange verteufelte Gebilde, das sofort Berührungsängste in dieser Stadt hervorruft, als wäre die Pest ausgebrochen. Es gibt keine Stadt, die ihren Gründer nicht durch ein Denkmal ehrt, auch wenn deren Persönlichkeiten manchmal schwierig waren. Es täte Potsdam gut, sich einmal unvoreingenommen mit seiner Geschichte und seinem Gründer auseinanderzusetzen. Der Soldatenkönig gehört zu unserer Geschichte, die nicht verklärt, aber auch nicht pauschal verteufelt werden soll. Immer wieder hört man hartnäckig Stimmen, die von einer Überführung seines Sarges aus dem Mausoleum an der Friedenskirche in Potsdam nach Berlin sprechen. Der Berliner Dom, so sagt man, wäre der richtige Ort für seine Grablege. Ja, sie soll sogar schon in Vorbereitung sein. Wenn das der Wahrheit entsprechen sollte, dann wäre das eine Ungeheuerlichkeit. Ein Stadtgründer gehört in seiner Stadt begraben und so wollte er es auch. Das kann man in seinem Testament nachlesen. Sein Wunsch war es, in der Gruft der Garnisonkirche, seiner Kirche, die letzte Ruhe zu finden. Hierauf soll die Leiche von vor gedachten 8 Kapitäns meines Regiments in die Kirche getragen werden, und zwar in die Türe, in welche ich sonst in die Kirche gegangen bin. Wenn die Kapitäns mich also in die Kirche getragen haben, wieder nach ihren Divisions gehen. Von denen Generals und übrigen Offiziers werden schon solche sein, so mir die letzte lieb erweisen und mich in meine Gruft tragen werden. Wenn das auch zum heutigen Tag nicht im Bereich der Möglichkeit liegt, ihm diesen, seinen Wunsch zu erfüllen, so sollte man ihn dennoch respektieren und diese Option offen lassen. Wir fordern hier eine klare Positionierung der Stadt. Den ausdrücklichen letzten Willen eines Verstorbenen zu missachten, wäre ein Zivilisationsbruch, der beschämen würde. Für Friedrich den Großen, den Krieger und Eroberer, wurde sein testamentarischer Wunsch sogar mit einem Staatsakt erfüllt. Er ruht jetzt auf seinem geliebten Weinberg. Für den Vater jedoch haben die Entscheidungsträger der Stadt nur Desinteresse und Ignoranz übrig. Nicht einmal sein Name wird irgendwo erwähnt. Aber vielleicht findet sich ja doch für ihn in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft ein Platz im wiederaufgebauten Kirchenschiff der Garnisonkirche, das dem jetzt beginnenden Turmbau folgen sollte. Einem Kirchenschiff, das innen so schlicht und einfach daherkommt, wie er es hat bauen lassen. Das wäre die angemessenste Würdigung für einen Mann, dem Potsdam so viel zu verdanken hat.